Maria Theresia wurde am 13. Mai 1717 in Wien geboren. Sie war die erstgeborene Tochter von Kaiser Karl VI. Keiner dachte zu diesem Zeitpunkt daran, dass dieses kleine Mädchen einmal die Herrscherin des riesigen Habsburgerreiches sein würde. Denn bis dahin bestiegen nur Männer den Thron. Doch es sollte alles anders kommen als gedacht und Maria Theresia sollte 40 Jahre lang die Geschicke des Landes lenken und für die Nachwelt als Landesmutter Österreichs in Erinnerung bleiben. In diesem Video sehen wir uns das Leben von Maria Theresia, der einzigen Herrscherin Österreichs, an. Und wir besuchen Orte in Wien, an denen sie ihre Spuren hinterlassen hat. Maria Theresia war ein hübsches und aufgewecktes Kind und sie galt als sehr willensstark. Doch bei allen Qualitäten hatte sie einen großen Makel. Sie war nur ein Mädchen. Deshalb hofften ihr Vater, Karl VI., und seine Frau weiterhin auf einen männlichen Nachkommen. Der einzige Sohn von Kaiser Karl VI. Verstirbt bereits als Säugling. Im Laufe der Jahre wurde klar, dass sich ein männlicher Erbe wohl nicht mehr einstellen würde und Maria Theresia die Länder ihres Vaters erben würde. Die rechtliche Grundlage dafür hatte Karl VI. Bereits vor Maria Theresias Geburt in der sogenannten pragmatischen Sanktion gelegt. In diesem Dokument regelte er, dass auch Maria Theresia als älteste Tochter die Erbfolge antreten konnte. Karl VI. Hatte einen großen Teil seiner Regierungszeit damit verbracht, die pragmatische Sanktion von den Mächten Europas anerkennen zu lassen und so seiner Tochter den Thron zu sichern. Doch leider vergaß er dabei darauf, seiner Tochter auch ein schlagkräftiges Heer und eine volle Staatskasse zu hinterlassen, denn das hätte Maria Theresias Position wohl eher gefestigt als ein Stück Papier. Nach dem Tod von Kaiser Karl VI. Witterten die Fürsten Europas ihre Chance, sich ein Stück vom Habsburger Kuchen abzuschneiden. So marschierte Friedrich II. Von Preußen in Schlesien ein und die Kurfürsten von Bayern und Sachsen, beide waren übrigens mit Cousinen von Maria Therese verheiratet, erhoben Anspruch auf die Länder Österreichs. So entbrannte der österreichische Erbfolgekrieg. Doch entgegen aller Erwartungen konnte Maria Therese das Blatt wenden und Österreich langfristig als Großmacht in Europa etablieren. Schlesien jedoch sollte für immer verloren bleiben. Und mit Friedrich II. Von Preußen, den Maria Theresia als Monstrum bezeichnete, verband sie eine lebenslange Feindschaft. Dennoch konnte Maria Theresia einen Großteil ihres Erbes behaupten. Auch die Kaiserwürde konnte schließlich wieder gesichert werden. Aber, auch wenn wir Maria Theresia heute oft so nennen, nicht Maria Theresia wurde Kaiserin, sondern ihr Mann wurde zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt. Maria Theresia regierte dafür als Erzherzogin in den Erbländern Österreichs und als König von Ungarn. Klingt komisch, ist aber so, denn für diesen Titel war eine weibliche Version schlichtweg nicht vorgesehen. Übrigens, wenn du das Video informativ findest, freue ich mich, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Dankeschön. Nach dem turbulenten Start von Maria Theresias Regierung sehen wir uns jetzt ein harmonisches Kapitel in ihrem Leben an, nämlich ihre Ehe, und spazieren dafür in die Augustinerkirche. Denn hier heiratete sie am 12. Februar 1736 Franz Stephan von Lothringen, ihre große Liebe. Maria Theresia hatte Franz Stephan bereits in ihrer Jugend kennengelernt, denn er war mit 15 Jahren an den Hof in Wien geschickt worden, um hier seinen gesellschaftlichen Schliff zu erhalten. Maria Theresia verliebte sich in den jungen Prinzen und setzte diese Liebesheirat schließlich durch. Zuvor waren als Heiratskandidaten unter anderem der Kronprinz von Spanien und der Erbe des bayerischen Kurfürsten gehandelt worden. Heute würde man Maria Theresia und Franz Stephan als echtes Power-Couple beschreiben. Sie waren einander ehrlich zugetan und brachten sehr unterschiedliche, aber wichtige Fähigkeiten in die Ehe mit. Maria Theresia, das politische Geschick, und Franz Stephan, die Spürnase für Finanzen. Franz Stephan war ein echtes Finanzgenie und auf seinen Reisen durch Europa hatte er neue und innovative Konzepte kennengelernt, wie er die maroden Finanzen der Habsburger sanieren konnte. Die geschickte Finanz- und Wirtschaftspolitik von Franz Stephan sollten den Grundstock zum Vermögen der Dynastie legen. Denn davor hatten die Habsburger zwar Land, waren aber chronisch pleite. Aus der Ehe gingen insgesamt 16 Kinder hervor, von denen viele politisch geschickt verheiratet wurden. Maria Theresia wurde daher auch als Schwiegermutter Europas bezeichnet. Besonders wichtig waren dabei die Verbindungen zum ehemaligen Erzfeind Frankreich. So heiratete ihr ältester Sohn und Thronfolger Joseph Isabella von Bourbon-Parma, eine Enkelin des französischen Königs. Und Maria Theresias jüngste Tochter, Marie Antoinette, ehelichte den späteren König von Frankreich, Ludwig XVI. Beide Hochzeiten fanden übrigens ebenfalls in der Augustinerkirche statt. Letztere allerdings ohne Bräutigam, da sie, wie häufig zu dieser Zeit, per Stellvertreter geschlossen wurde. Lediglich einem ihrer Kinder erlaubte Maria Theresia eine Liebesheirat, nämlich ihrer Lieblingstochter Marie Christine. Sie heiratete Albert von Sachsen-Teschen.
Auf das kunstbegeisterte Paar geht übrigens die Grafiksammlung der Albertiner in Wien zurück. Und in der Augustinerkirche erinnert heute dieses Grabmal an Marie-Christine. Ihr Mann ließ es nach ihrem Tod im Andenken an sie errichten. Übrigens, alle Orte, die wir in diesem Video besuchen, habe ich dir im Blog auf meiner Website www.gretewalz.com zusammengestellt. Als nächstes spazieren wir zum Maria-Theresien-Denkmal in Wien. Denn Maria Theresia ist heute auch als Landesmutter Österreichs bekannt, weil sie viele wichtige Reformen umgesetzt hat. Vor allem der Erbfolgekrieg hatte ihr schmerzlich vor Augen geführt, dass das Land dringend modernisiert werden musste. Es war klar, dass diese Mammutaufgabe nur mit Teamwork zu schaffen war. Mit den Beratern, die ihrem Vater gedient hatten, war sie allerdings alles andere als zufrieden und tauschte diese konsequent mit den besten Köpfen des Landes aus. Und diese sind am Maria-Theresien-Denkmal in Wien zu sehen. Die Fürsten Daun und Liechtenstein modernisierten das Militär. Unter Fürst Haugwitz wurde die Verwaltung zentralisiert und mehr Macht wanderte nach Wien. Fürst Kaunitz war für die Außenpolitik zuständig und man näherte sich an den früheren Erzfeind Frankreich an. Sein größter Coup war die Hochzeit zwischen Marie Antoinette und dem späteren König von Frankreich, Ludwig XVI. Und der niederländische Mediziner Gerhard van Swieten war nicht nur der Leibarzt von Maria Theresia, sondern reformierte auch das Gesundheitswesen und die medizinische Hochschulausbildung. Er kämpfte außerdem gegen den Aberglauben und den damals weit verbreiteten Vampirmythos. Fun Fact: Auf ihn geht übrigens die Romanfigur des Vampirjägers Van Helsing in Dracula zurück. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt für Maria Theresia war die Bildungspolitik. Und in Österreich kennt Maria Theresia jedes Kind, weil sie die Schulpflicht für Buben und Mädchen einführte. Trotz aller Reformen, an einem hielt Maria Theresia streng fest, nämlich der engen Verbindung zwischen der katholischen Kirche und Österreich. Toleranz gegenüber anderen Konfessionen lehnte sie streng ab und sie ging besonders hart gegen Protestanten und Juden vor. Das sollte sich erst unter ihrem Sohn Josef II. Ändern. Als nächstes machen wir einen Ausflug zum Schloss Schönbrunn. Denn ganz ehrlich, kein Video zu Maria Theresia in Wien wäre komplett, ohne dass wir ihr Lieblingsschloss besuchen. Und es ist auch die perfekte Gelegenheit, uns den Lifestyle des 18. Jahrhunderts am Wiener Hof anzusehen. Übrigens, Tipps für deinen Schönbrunn-Besuch findest du in meinem Video zu den TripAdvisor Top 10. Maria Theresias Zeit war jene des Barock. Und da war das Motto, mehr ist mehr. Und zwar am besten viel mehr. Man liebte Prunk und Protz, denn damit präsentierte der Herrscher, oder in dem Fall die Herrscherin, ihre Macht. Maria Theresia selbst sagte einmal, Spektakel müssen sein. Und getreu diesem Motto ließ sie auch Schönbrunn ausstatten. Der weitläufige und wunderschöne Park wurde mit Brunnen und Skulpturen pompös dekoriert. Und sie ließ auch ein eigenes Theater einrichten, in dem zu familiären und politischen Anlässen aufgespielt wurde. Die Darsteller waren dabei die Mitglieder der kaiserlichen Familie selbst. Einen besonders guten Eindruck vom barocken Lifestyle bekommt ihr jedoch, wenn ihr eine Tour durch das Schloss Schönbrunn macht. Da seht ihr viele prunkvolle Räume, die Maria Theresia selbst ausstatten ließ. Bei der Tour seht ihr außerdem den Spiegelsaal. In diesem spielte der 6-jährige Mozart für die Kaiserin. Der Legende nach sprang ihr das Wunderkind danach auf den Schoß und drückte ihr einen Kuss auf die Wange. Auf unserer Tour durch das Schloss seht ihr auch das Vieux-Lac-Zimmer. Diesen wunderschönen, aber düsteren Raum ließ Maria Theresia in Erinnerung an ihren Mann Franz Stephan von Lothringen einrichten. Denn mit der barocken Lebensfreude am Wiener Hof sollte es mit einem Schlag vorbei sein. 1765 trifft Maria Theresia ein schwerer Schicksalsschlag. Während den Hochzeitsfeierlichkeiten ihres Sohnes in Innsbruck verstirbt ihr Mann Franz Stephan völlig unerwartet. Maria Theresia sollte sich von diesem Schicksalsschlag nie wieder erholen. Sie trug danach nur noch schwarz und zog sich immer mehr zurück. Nach dem Tod von Franz Stephan übernahm der gemeinsame Sohn Josef die Kaiserwürde. Maria Theresia blieb aber weiterhin Regentin in den Ländern Österreichs. Diese komplizierte Konstellation und unterschiedliche Ansichten führten zunehmend zu Spannungen zwischen Mutter und Sohn. Auch das Alter machte sich bei Maria Theresia immer mehr bemerkbar. Das Gedächtnis ließ nach und ihre zunehmende Leibesfülle erschwerten das Gehen. Daher, und auch um im Sommer der Hitze zu entkommen, zog sie im Schloss Schönbrunn in die Räume im Erdgeschoss, die sie entsprechend herrichten ließ. Am 29. November 1780 verstarb Maria Theresia im Alter von 63 Jahren, gehüllt in den Morgenmantel ihres Mannes. Und im Tod sollte sie wieder mit ihrer großen Liebe vereint sein. Denn ihr Mann und sie ruhen in einem Doppelsarkophag in einem opulenten Grabmal in der Kapuzinergruft.
Doch auch nach Maria Theresias Tod sollten ihre Leistungen nicht vergessen werden. Viele ihrer männlichen Nachfolger am Thron betrachteten ihre Regierungsjahre als die gute alte Zeit. Und auch über der Republik Österreich wacht Maria Theresia. Nun ja, gewissermaßen. Denn bis heute wird die österreichische Regierung stets vor ihrem Porträt in der Hofburg angelobt. Vielleicht, damit die Landesmutter Österreichs den Volksvertretern auch ganz genau auf die Finger schaut, wie sie das Land regieren. Falls du übrigens mehr über das Ende der Habsburger erfahren möchtest, dann könnte dieses Video für dich interessant sein. Und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dankeschön und bis bald!